Willkommen auf Bhavani Yoga. Rolle deine Matte aus, setze dich bequem und gerade, kreuze die Beine und lege die Hände ruhig auf deine Knie. Atme ganz tief ein, atme vollständig aus. Ganz tief einatmen und vollständig ausatmen. Spüre deinen Körper, Atem und Geist. Bringe die Hände vor die Brust in Namaste. Denke dir eine Intention für deine Yoga-Praxis. Wiederhole diese Intention dreimal für dich. Und chante mit uns ein Om. Atme tief ein. Senke die Arme nach unten, bringe die Hände zu deiner Matte, stecke deinen rechten Arm nach oben und linke Hand fester in die Erde, senke deinen rechten Arm nach unten, nach vorne und mach ein paar große, ruhige Kreise. Entspanne deine Schulter dabei. Atme ruhig und entspannt, bringe dann deine rechte Hand in den Boden und wechsle die Richtung deiner Kreise. Kreise deinen rechten Arm in andere Richtung. Entspanne dabei dein Gesicht, dein Kinn, Kiefergelenke. Ganz ruhige Atemzüge, vollständig atmen. Senke deine rechte Hand zum Boden und kreise jetzt in eine beliebige Richtung. Deinen linken Arm nach hinten, nach unten, nach oben. In große, ruhige Kreise. Achte auf deinen Atem. Bewegung folgt deinem Atem. Und dann ändere die Richtung deiner Kreise. Senke deinen linken Arm nach unten und in andere Richtung. Große, ruhige Kreise. Machen und dabei ruhig atmen. Entspanne deine Kiefergelenke, deinen Blick, dein Atem und Bewegung in deinen eigenen Rhythmus. Senke beide Arme nach unten, ziehe die Schulter zu den Ohren, mach deinen Nacken, Hals kurz und lass deine Schulter dann fallen. Ziehe die Schulter nochmal zu den Ohren, spanne dich ganz fest an und lass die Schulter fallen. Noch einmal Schulter zu den Ohren, ganz kurzes Hals und Ausatmen fallen lassen. Hebe die Arme zur Seite, öffne die Brust, mache so eine Kuhposition und Ausatmen, mache eine kleine Katze im Sitzen, bringe die Unterarme vor dir oder umarme dich, einatmen, öffne die Brust, Kinn nach oben, ausatmen, Kinn zur Brust, runterrücken. Die Katzenkuh im Sitzen, einatmen, Kuhposition, ausatmen, Katze. Einatmen, öffne die Arme und ausatmen, bringe die Unterarme zusammen, runterrücken. Noch einmal einatmen und ausatmen. Senke die Arme nach unten, rolle über die Knie und komme in Vierfußstand. Platziere bequem deine Hände unter die Schultern, Knie unter deine Hüften. Atme tief ein, komme in die Kuh hier im Vierfußstand. Ausatmen, ziehe Bauch hinein, komme in die Katze. Ruhige Bewegungen folgen deinem Atem. Atme tief ein, komme in die Kuhposition, entspanne deinen Bauch. Ausatmen, ziehe Bauch hinein, runde Rücken, Katzenbuckel. Einatmen in die Kuh, mach die Bewegungen mit viel Gefühl und spüre, wie dein Rücken sich bewegt, dreht, dehnt. Atme ein und aus, vollständige yogische Atmung. Tief ein, vollständig Bauch entspannen, tief aus, atme Bauch hinein, runder Rücken. Spüre die Bewegung bis in deinen unteren Rücken. Strecke dann deinen rechten Arm nach vorne,
linkes Bein nach hinten und ziehe dich in die Diagonale. Ausatmen, bringe dein Ellenbogen und Knie unter dir zusammen. Einatmen, strecke dich, hebe deinen Blick, ausatmen, ziehe Bauch hinein, Knie und Ellenbogen zusammen. Einatmen, bewege dich, strecke dich in die Länge. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, strecke dich. Ausatmen, Knie und Ellenbogen zusammen. Einatmen, strecke dich. Ausatmen, Knie und Hand zum Boden, andere Seite. Linken Arm nach vorne, rechtes Bein nach hinten, Hüfte in eine Linie. Mit Ausatmen ziehe dein Knie und Ellenbogen zusammen und mache wieder Katzenkuhbewegungen in deinem eigenen Rhythmus, in deinem Atemrhythmus. Einatmen, streckst du dich, hebst du deinen Blick, ausatmen, ziehst du Ellenbogen und Knie zusammen, Bauch unter die Rippen. Einatmen, strecke dich, ausatmen, mit Gefühl setze deine Hand, Knie zum Boden, komme langsam in nach unten schauender Hundgesäß oben, Fersen unten, Bauch unter die Rippen, Kopf entspannt. Drücke die Handflächen fest in den Boden, einatmen, hebe dein rechtes Bein nach oben, ausatmen, ziehe dein rechtes Knie unter dir und setze deinen rechten Fuß zwischen die Hände, öffne deinen rechten Arm nach oben, komme in die Drehung, Blick nach oben zur rechten Daumen, ausatmen, bringe deinen Ellenbogen zu deinem rechten Knie, einatmen, öffne dich, ausatmen, runde dich, einatmen, öffne Brust, ausatmen, runde dich, beide Hände zum Boden, bringe beide Füße nach vorne, beuge dich über beide Beine. Vorbeuge, einatmen, die Arme wie große Flügel nach oben ziehen, stecke dich lang. Ausatmen, hier runder Rücken, Unterarme zusammen, einatmen, öffne dich, Ellenbogen etwas gebeugt, ausatmen, Unterarme zusammen, einatmen, öffne dich, ausatmen, runder Rücken, beuge dich nach unten, vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, lange Rücken, ausatmen, rechtes Bein geht nach hinten, öffne deinen linken Arm nach oben, rechte Hand zum Boden. Ausatmen, runder Rücken, linker Arm nach unten, unter dir, einatmen, öffnen, ausatmen, einatmen, öffne dich hier, ausatmen, runder Rücken, einatmen, öffne, ausatmen, runder Rücken, einatmen, ausatmen, Brettposition, einatmen hier, ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, gehen die Kobra. Ausatmen, in nach unten schauen. Aktiviere deinen Bauch, wieder senke die Fersen. Strecke deinen Rücken lang, entspanne deinen Kopf. Rolle die Oberarme nach außen, drücke die Handflächen fest in den Boden, spreize die Finger. Einatmen, hebe dein linkes Bein weit nach oben. Ausatmen, Knie unter dir und setze deinen linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Rechte Hand bleibt auf dem Boden. Öffne deinen linken Arm nach oben. Ausatmen, runder Rücken. Linker Arm zum Boden. Einatmen, nach oben. Ausatmen, runde dich. Einatmen, öffne dich hier. Ausatmen, runde. Einatmen, öffne deinen linken Arm. Ausatmen zum Boden, beide Hände zum Boden, bringe beide Füße nach vorne, Vorbeuge, halbe Vorbeuge, ausatmen, volle Vorbeuge, einatmen, die Arme über die Seiten nach oben ziehen, öffne hier die Brust und ausatmen, mache runder Rücken im Stehen, einatmen, öffne die Brust, ausatmen, im Stehen, runder Rücken, einatmen, öffne, ausatmen, runder Rücken, einatmen, Brust nach oben. Ausatmen, rolle dich nach unten, Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, lange Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, linkes Bein weit nach hinten. Linke Hand bleibt in dem Boden, rechter nach oben. Ausatmen, runder Rücken, Ellenbogen zu rechten Knie. Einatmen, öffne, ausatmen, nach unten. Einatmen, öffne die Brust. Ausatmen, runde deine Brust.
Einatmen, letztes Mal öffnen. Ausatmen, rechte Hand zum Boden, beide Beine in das Brett. Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, in die Kobra gleiten. Ausatmen, in nach unten schauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Bleibe hier, strecke die Beine, strecke deinen Rücken, aktiviere deinen Bauch, rotiere die Oberarme auseinander. Drücke die Handflächen fest in den Boden. Atme tief ein. Entspanne deinen Kopf, atme aus. Einatmen, hebe dein rechtes Bein nach oben. Setze deinen rechten Fuß zwischen die Hände. Linkes Knie am Boden. Einatmen, komme in Anjani Asana, die Arme nach oben. Ausatmen, öffne Kaktusarme. Einatmen, ausatmen, runder Rücken, Unterarme zusammen. Einatmen, öffne die Brust, Arme wie Kaktusse, ausatmen, Unterarme vor dir zusammen, runde deinen Rücken. Einatmen, ausatmen. Einatmen, öffne die Brust, ausatmen, runde Rücken, bringe die Hände zum Boden. Beide Hände links an deinem rechten Fuß, auf Innenseite deines Fußes. Bringe die Hände weit nach vorne, Fingerspitzen oder die ganze Handflächen. Strecke deinen Rücken lang und ausatmen. Runde sanft deinen Nacken, oberen Rücken. Einatmen, öffne die Brust sanft in der Position. Ausatmen, runde Rücken. Knie kann ruhig nach außen fallen. Mach die Bewegungen in einem deinem Atemrhythmus. Atme ein und aus. Bringe die Hände zurück zur Innenseite deines Fußes. Bringe dein rechtes Knie über Boden nach hinten. Stecke dein rechtes Bein weit nach hinten. Atme ein und aus. Hüfte in eine Linie rollen. Und dann setze deinen rechten Fuß hinter dem linken flach auf den Boden. Hebe deinen rechten Arm nach oben. Atme tief ein. Atme tief aus. Blick geht zu rechter Hand oder Daumen. Strecke dich ein bisschen mehr. Deinen linken Fuß kann nach hinten zeigen, um dieser Sicherheit für die Haltung zu gewähren. Atme tief ein, öffne die Brust ein bisschen mehr. Atme aus, bringe deine rechte Hand zum Boden. Linkes Knie neben den rechten. Bringe deine Brust zur Erde. Einatmen, in die Kobra gleiten, ausatmen, über die Knie, nach unten schauender Hund. Komme nach unten schauender Hund oder Stellung des Kindes, deiner Wahl. Wenn du Stellung des Kindes gewählt hast, dann kannst du die Füße aufgesetzt lassen, stecke die Arme lang, bringe die Hände fest in den Boden und von hier komme in nach unten schauender Hund. Nimm hier einen tiefen Atemzug, atme tief ein, strecke dein Gesäß mehr nach oben. Atme aus, senke deinen Kopf tiefer, rotiere die Oberarme nach außen. Einatmen, linkes Bein weit nach oben. Ausatmen, Knie unter dir, setze deinen linken Fuß nach vorne und senke dein rechtes Knie zum Boden. Einatmen, komme in Anjani Asana, öffne die Brust, öffne die Arme wie zwei Kaktusse. Ausatmen, bringe die Unterarme vor dir. Zueinander, mache runde Rücken. Einatmen, öffne die Brust. Ausatmen, runde Rücken. Einatmen, öffne die Brust. Ausatmen, runde Rücken. Einatmen, öffne die Brust. Ausatmen, runde Rücken und bringe die Hände dann langsam zum Boden. Bringe beide Hände rechts an deinem linken Fuß, rolle deinen linken Fuß etwas nach außen und öffne dein linkes Knie etwas mehr nach außen. Gehe mit den Fingerspitzen weit nach vorne, Fingerspitzen wie zwei Zelte. Atme tief ein und tief aus und dann komme wieder zu Katzenkuhbewegungen. Einatmen, öffne die Brust, ausatmen, runde Rücken. Einatmen, spüre die Wirbelsäule beweglich. Ausatmen, rund und lang. Einatmen, öffne die Brust. Ausatmen, runde Rücken.
einatmen, bringe beide Hände wieder in den Boden, strecke über den Boden dein linkes Bein nach hinten, strecke dich in die Länge, bringe die Hüfte zu einer Linie und dann langsam setze deinen linken Fuß hinter dem rechten und kannst rechter Fuß etwas nach hinten bringen, öffne deinen linken Arm nach oben und drehe deinen Kopf nach oben zu deiner linken Hand, öffne die Brust ein bisschen mehr. Spüre die Schulterblätter hinter an deinem Rücken aneinander. Werde fest in der Position, bewegungslos. Öffne dich ein bisschen mehr, Blick nach oben und dann langsam in Zeitlupe. Bringe beide Hände zum Boden, Knie zum Boden, Brust und Kinn einatmen. Rolle in die Kobra, ausatmen über die Knie. Stellung des Kindes oder du kannst auch direkt in die Stellung des Hundes gehen. Komme auf deine Weise in deine Position. Finde Position deiner Wahl und bleibe ruhig und entspannt, aber denke daran, das ist auch eine Asana. Spüre die Wirbelsäule ausgedehnt. Bringe die Hände wieder zurück zum Boden. Gehe mit den Händen weit nach vorne, lege dich auf den Boden, bringe die Hände unter untere Rippen, deine Ellenbogen nahe zu deinem Körper, drücke in die Fußspann, atme ein und aus. Baby Cobra, bringe die Fingerspitze etwas weiter von deiner Matte. Und beuge die Ellenbogen wie zwei Kaktusse, einatmen, strecke die Arme, ausatmen, Brust zur Erde, einatmen, wieder so eine Kuhposition, öffne die Brust, ausatmen, senke deinen Kopf nach unten, einatmen, so ein Spider-Man, ausatmen, nach unten, einatmen, strecke die Arme oder fast zum Stecken bringen, öffne die Brust, ausatmen, senke die Brust zum Boden. Einatmen und bringe dann die Arme nach hinten, strecke dich lang, beuge die Knie, greife zu deinen Füßen mit den Händen und wenn du magst, hebe die Brust ein bisschen höher und hebe die Knie von dem Boden, Oberschenkel von dem Boden, vielleicht kommst du zu einem kleinen schaukelnden Bogen. Oder bleibe bewegungslos, atme tief, massiere mit dem Atem deinen Bauch, spüre deinen Rücken angespannt, dein Gesäß fest, lasse dann die Füße los. Drehe dich graziös auf deinen Rücken, lege dich hin, stecke die Beine aus, bringe die Arme links und rechts neben deinen Körper. Spüre deinen ganzen Körper. Atme tief ein und aus. Tief ein und aus. Spüre deinen ganzen Körper. Atme ganz tief ein und ganz tief aus. Bleibe noch liegen, bereite dich für Cobra vor. Bringe die Arme unter deinen Körper. Ein Arm nach dem anderen. Die Ellenbogen so nah wie möglich zueinander. Drücke in die Unterarme, hebe deine Brust. Und rolle die Brust nach oben, senke deinen Scheitel in die Matte. Öffne deine Brust, atme ganz tief ein und ganz tief aus, entspanne die Beine und spüre, wie die Schulterblätter zusammenklappen. Wenn du magst, hebe noch die Füße von dem Boden ab und spüre die Kraft des Körpers. Spüre, fühle dich wie ein Fisch im Wasser. Senke die Beine und hebe deinen
Oberkörper von dem Boden ab, befreie die Arme, ziehe die Knie zur Brust und gönne dir eine kleine Mini-Mini-Massage. Rolle dich von Seite zu Seite, Knie zur Brust, runder Rücken, massiere deine Lendenwirbelsäule. Stecke dann die Beine nach oben, pointe die Füße und drücke deinen Bauch nach unten zu der Erde und fange an, mit den Füßen ganz kleine Mini-Kreise zu malen. Du kannst auch, wenn du magst, nicht nur Kreise, sondern irgendeine Zahl zu malen anfangen. Dann male einfach mit uns kleine Kreise und dann vergrößere diese Kreise. Wenn du eine Zahl malst, dann vergrößere dann die Zahl und male dann größere Zahlen in der Luft mit beiden Beinen. Vergesse nicht, deinen Bauch und deinen Rücken nach unten zu drücken, um Festigkeit in deinem Rücken zu spüren. Und dann ändere die Richtung deiner Kreise. Fange an, in andere Richtung kleinere Kreise zu malen. Und irgendwann vergrößere die Kreise. Oder du malst eine Zahl und dann vergrößerst du diese Zahl. In der Luft malst du größere Zahlen. Vergesse nicht wieder, deinen unteren Rücken, mittleren Rücken näher zu der Matte zu bringen, deinen Bauch nach unten zu drücken. Spüre deinen Bauch fest, deinen Rücken entspannt. Senke dann dein linkes Bein nach unten. Lass deinen rechten Arm in der Luft und greife mit beiden Händen irgendwo an deinem rechten Bein. Ziehe dann deinen Kopf Richtung Knie, Knie Richtung Kopf, hebe deinen Oberkörper von dem Boden. Liegender Spagat hier. Du kannst deinen rechten Fuß flexen und dann noch mehr die Dehnung erzeugen in den Beinen, Oberschenkel, Gesäß, Becken. Atme tief ein und aus. Und greife nur mit der rechten Hand die Außenseite von deinem rechten Fuß. Lege deinen Oberkörper ab, strecke deinen linken Arm zur linken Seite und öffne dein rechtes Bein nach rechts. Soweit es geht, versuche nicht bis zum Boden zu ziehen. Wirklich wichtig ist, dass dein Rücken und linker Arm auf dem Boden liegt. Öffne dann mit dem Atem dein rechtes Bein mehr und mehr, auch wenn das nur ein Zentimeter ist. Bringe dein rechtes Bein zur Mitte, beuge nochmal dein rechtes Knie und ziehe mit dem linken Hand dein rechtes Knie zur linken Seite. Öffne deinen rechten Arm für die Drehung nach rechts. Bleibe hier einen Moment in passiver Drehung. Wenn du magst, drehe deinen Kopf auch zur rechten Seite oder lass deinen Kopf in der Mitte. Führe die Drehung in der Wirbelsäule. Deine linke Hand auf dem Knie oder geöffnet. Spüre, wie dein Atem sich langsam ruhiger beruhigt, ruhiger wird. Senke dann dein rechtes Bein zum Boden, stecke dein linkes Bein nach oben, hebe deinen Oberkörper, greife mit beiden Händen irgendwo an dein Bein oder sogar an den Fuß. Ziehe dein Knie zur Nase, Nase zum Knie und atme hier tief ein und aus. Drücke deinen unteren Rücken in den Boden, Bauch nach unten, atme nochmal tief ein, atme tief aus. Spüre Kraft im Rücken, im Bauch. Und dann langsam lege deinen Oberkörper ab, greife mit linken Hand deinen linken Fuß Außenseite. Und öffne dein linkes Bein nach links, öffne deinen rechten Arm zur rechten Seite. Versuche dein rechtes Bein auf dem Boden zu halten, entspannt. Und spüre starke Öffnung in der linken Hüfte. Versuche nicht dein linkes Bein bis zum Boden zu ziehen, aber mit jeder Ausatmung entspanne dein linkes Bein mehr und mehr. Beuge dein linkes Knie, greife mit dem rechten Hand dein linkes Knie und ziehe zur rechten Seite deiner Matte, öffne deinen linken Arm nach links und drehe deinen Kopf, soweit es geht, zur linken Seite. Deine rechte Hand auf linken Knie oder geöffnet zur rechten Seite, entspannt.
Bleibe einen Moment in dieser entspannten Position. Spüre deinen Atem und die Drehung im Rücken, im Nacken, in der Brustwirbel. Spüre deinen Atem ruhig und entspannt. Drehe dich dann zur Mitte. Bringe beide Knie zur Brust. Ziehe deine Nase zu den Knien. Atme tief ein. Halte deinen Atem an. Spanne alles, was du anspannen kannst. Und beim Ausatmen spreizst du die Finger, Zehen, öffnest du den Mund zum raus und wie ein Löwe ausatmen. Stecke dann die Arme, Beine auf den Boden. Rolle die Füße nach außen. Und entspanne dich entweder im Liegen oder du kannst dich auch hinsetzen, Beine kreuzen und hier dich vollständig entspannen. Entspanne auf jeden Fall, egal in welcher Position du bist, die Füße, die Beine, Arme und Hände. Und dann finde wieder deinen Atem und fange an, dich zu bewegen. Rolle im Kreis deiner Füße, deiner Hände. Über eine Seite komme zum Sitzen. Wenn du auf den Rücken warst, bringe die Hände auf deine Knie. Entspanne dein Gesicht, deinen Blick hinter den geschlossenen Augen. Spüre dich wach, voll Energie, aber ruhig und gelassen. Spüre nochmal deine Intention und wiederhole für dich, für dein Unterbewusstsein diese Intention dreimal. Bringe die Hände vor die Brust, senke die Stirn zu den Fingerspitzen, bedanke dich für deine Yoga-Praxis. Wir danken dir. Namaste. Abonniere unseren Kanal, schreibe uns Kommentare, teile unsere Videos.